www.zweitewelle.de. Das unabhängige Handball-Online-Magazin. Ja, ich grüße euch zur Spieltagspressekonferenz heute hier im Hotel Daumero in Hannover. Und es geht dabei gleich um beide Spiele, nämlich um das Spiel DHC Rheinland am morgigen Tag um 20.15 Uhr in Dormagen in der HR Commitment Arena und das Spiel am zweiten Weihnachtstag gegen die Füchse Berlin, aber da kommen wir dann gleich noch im Anschluss zu, damit Jupp nicht so viel schneiden braucht. ja, DHC Rheinland, sicherlich ein ganz wichtiges Spiel für uns. Das letzte Hinrundenspiel. DHC Rheinland steht auf dem letzten Tabellenplatz mit 4:28 Punkten. Bisher nur Erfolge in Melsungen und in Friesenheim. Jeweils knapp in Melsungen mit 28:24 und in Friesenheim mit 29:28 gewonnen. Noch keinen Punkt in eigener Halle geholt, aber sicherlich zu bedenken, dass sie fast ausschließlich in eigener Halle gegen die Spitzenmannschaften gespielt haben. Beste Torschützen in Rheinland bzw. in Dormagen sind Maximilian Holst, links außen, zurzeit 72 Treffer, Christian Nippes, Rückraum rechts, 58 Treffer und Sigur Bergur Svensson, wie wird es ausgesprochen? Sigur Bergur Svensson. Svensson, alles klar, mit 51 Treffer. Zu erwähnen sicherlich auch noch Torwart Jens Fortmann, der viele Dinge abwehrt und uns auch schon im letzten Jahr ein bisschen Schwierigkeiten bereitet hat. Ja, Aaron, gegen den Tabellenletzten ist die TSV natürlich gefordert, zwei weitere Punkte zu holen. Wie schätzt du die Chancen dafür ein? Ich glaube, das ist ein ganz schwieriges Spiel für uns, ein ganz schwieriges Auswärtsspiel. Das ist nicht leicht, den Dormagen zu gewinnen. Aber wir brauchen die Punkte auch, gleich Dormagen. Und das ist nur für uns, das ist das nur eine Frage und ein Ziel, das ist, zu Dormagen zu zwei Punkte zu holen. Und ja, Dormagen ist ein Mannschaft, das hat ein gutes kämpferische Einstellung und laufen viele Gegenstöße und das ist etwas, wir müssen stoppen, um das Spiel zu gewinnen. Mhm. Beim Erfolg jetzt gegen Lübbecke zeigte unser Team Charakter und vor allen Dingen Siegeswillen. Und wird das auch in Dormagen so sein? Ja, also das unser Spiel gegen Lübeck war dann ist eine gute Leistung, glaube ich, bei den die Abwehr, also die kämpferische Einstellung war super, die Siegeswille war da, aber auch die Sicherheit in die Gegenspiel, die auch die Aggressivität in die Angriffsspiel, was auch da hat mir auch gut gefallen und das ist etwas, ich muss weiterbringen und der Sieg gibt uns Selbstvertrauen. Besonders beeindruckt haben mich eigentlich oder die Leistungssteigerung hat mich die Leistungssteigerung von Helgrimsson, eigentlich auch von beiden Rückraumrechten. Auch Fiete war sehr gut. Werden die morgen auch so viel Druck erzeugen wie gegen Lübbecke? Das ist ganz wichtig, dass die weiterbringt sein Spiel gegen Lübbecke für die nächsten Spiele her. Aber Fiete Bußmann ist krank im Moment, muss gestern vom Training zu Hause gehen und fahren und ja, aber er wird bereit morgen. Das war ganz gut für uns, dass wir so viel Druck von direkter Seite in dieses Spiel und zum Beispiel Fiete hat, ich glaube, das war ins beste Leistung in dieses Jahr. Ausgehend hat auch sehr gut gespielt und mit viel mehr Selbstvertrauen in die anderen. Die anderen Spiele und da hat man ihn, also für mich, ich kenne ihn noch von früher und das war für mich alte Ausgabe. So. Du sagst gerade zu mir, du hast Svensson mehrere Jahre trainiert. Mittel dagegen oder wird es schwer? Das ist ein Spieler, das ist ein talentierter Rückraum links, hat ein sehr hohes Niveau, kann gegen die Spitzenmannschaft Tore machen, aber kann auch schlecht spielen. So, das ist wichtig, dass wir ihn gegen ihn hart spielen und müssen aufpassen, weil er ist ein
Er ist noch die gefährlichste Werfer von hinten in Rheinland. Und so er muss auch Tore machen, so die können die Gegner Abwehr geoffen. Und ja, das, ich kenne ihn und hoffentlich können wir ihn entdecken. Mhm. Spaß gerade an, wäre sicherlich gleich auch noch von der Presse gekommen. Fiete war krank oder ist krank, trainiert heute auch nicht und wird aber morgen in jedem Fall dabei sein. Magen-Darm-Virus, wo wir hoffen, dass das so ein Tagesvirus ist, dass das wieder vorbei ist. Gibt es noch weitere Verletzte? Ja, Piotr ist ja auch nicht 100% fit nach seinem Scarlatti-Fieber und war auch Scharlach und war auch schwach nach dem letzten Spiel. Aber er hat weniger trainiert gestern und macht das auch heute, so er wird so fit möglich morgen. Ja, dann bitte ich die Presse Fragen zu stellen, zunächst zu dem Spiel am morgigen Tag. Kannst du da feststellen, dass sich da auch etwas geändert hat im Training, also dass die Leute vielleicht lockerer sind oder dass die Atmosphäre sich geändert hat bei euch im Training oder ist es wie immer? Ja, das ist immer so, das war ein Befriedigungsschlag für die ganze Mannschaft, glaube ich, einen Sieg zu holen. Und, ein Spieler hat mir gesagt, dass er war den nächsten Tag 10 Kilo leichter und das ist ganz normal, und aber für uns ist das so, dass wir können nur dieses Spiel nutzen, dass wir haben zwei mehrere Punkte in der Tabelle und wir müssen Selbstvertrauen kriegen für dieses Spiel, aber die Vorbereitung und die individuelle mentale Vorbereitung für jeden Spiel, da muss dabei sein und das ist ganz wichtig, dass wir sind dabei morgen in Dormagen, weil das sind schwierige Aussichten. In Deutschland ist Winter. Wie bringst du deine Mannschaft morgen auf Betriebstemperatur? Ja, das ist. Wir fahren immer ein sehr heißes Bus. Und das ist so, dass. Ja, wir fährt früh nach 9:30 los nach Dormagen und. Im Bus. Und, nimmt ein Tageshotel und kann ein bisschen Ruhe haben von dem Spiel. Und das ist ganz wichtig, dass wir. Das sind Benzin genug in die Bus und so weiter. Wir können den ganzen Weg fahren. Und, wir haben den ganzen Tag, um uns zu vorbereiten. Und wir wissen alle, wie wichtig die Aufgaben sind. Und so müssen wir auch Charakter sein. Und, trainiert ihr nochmal in Dormagen morgen Nachmittag irgendwie? Oder? Nein. Machen wir nicht. Okay. Nur schon Besprechung haben. Wie wollt ihr denn die Abwehr von denen knacken? Was wollt ihr Besonderes machen in Rheinland oder anders machen, als ihr zuletzt gemacht habt? Also für uns in Rheinland, das ist die Geduld ist ganz wichtig in Rheinland, weil die Spiele, also bei den Abwehr und Angriff, weil die spielen immer sehr lange in die Angriff. Es gibt viele Kreuzungen, probieren die Abwehr bisschen runtergehen, dass man kommt unter in den Tempo und so weiter. Und das ist ganz wichtig, dass wir haben die notwendige Geduld und Aggressivität in unserem Abwehrspiel, so wir können unsere Gegenstöße laufen, weil das war ganz gut gegen Lübeck, da haben wir viel Sicherheit in unseren Gegenstöße. Und die Schlüssel sind da, dass man kommt zurück in die Abwehr, man kann in die Abwehr stehen, dass man nicht kriegen zu viele Gegenstöße-Tore gegen Dormagen. Das ist ganz wichtig. Klar, dann bedanke ich mich, wünsche euch einen guten Rutsch, ne, in die Redaktion. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche nochmal am 28. um 14.30 Uhr. www.zweitewelle.de, das unabhängige Handball-Online-Magazin.